Sie sehen, ich habe ein Modell schon geladen und wir sprechen ja heute über die verschiedensten Möglichkeiten, die Teile am Monitor darzustellen. Dazu gehen wir am besten in die Darstellung im Keyview und versuchen einfach mal die Möglichkeiten, die wir im Keyview haben, aufzuzeigen. Als allererstes und einfachstes ist immer die Drahtdarstellung. Drahtdarstellung bedeutet einfach, dass die Teile in ihren Umgebungslinien und Bögen dargestellt ist. Dazu hat man die Möglichkeit, eine sogenannte Silhouettenlinie mit zu erstellen. Sie werden es hier in dem Bereich sehen. Er macht dann hier hinten eine Silhouettenlinie zusätzlich. Ich zoome mich gerade mal rein, damit man die sieht. Diese Linie, die hier erscheint, das ist die sogenannte Silhouettenlinie, die das Ganze dann einfach technischer aussehen lässt. Als nächstes nur die sichtbaren Kanten ist einfach die Möglichkeit, das Teil einfach mit den unsichtbaren Kanten als verdeckte Kanten darzustellen. Wir haben natürlich auch noch die verdeckte Kanten als gestrichelte Kanten. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Diese Kanten sind natürlich nicht nur im jetzigen Bild da, sondern Sie können das Teil drehen und es wird automatisch aktualisiert, so dass die Kanten immer neu berechnet werden. Ja, dann haben wir verschiedene Schattierungsmöglichkeiten. Ich fange mal mit der Flachschattierung an. Die Flachschattierung bedeutet, dass das System die Polygone, die auf dem Teil aufgelegt sind, einfach flächig schattiert werden. Das bedeutet, man sieht es am besten hier unten an dem Bogen. Eine Sekunde. Ja, jetzt bin ich natürlich zu weit gesprungen vom Zoomen her. Man sieht hier richtige Kanten an jeder Rundung. Demgegenüber hat man natürlich die Möglichkeit, eine sogenannte Fong-Schattierung zu verwenden. Diese Fong-Schattierung sieht im ersten Blick genau gleich aus wie die jetzt kommende Goron-Schattierung. Diese beiden Schattierungen sind einfach mathematisch verschieden. Die Goron-Schattierung ist die schnellere, die einfach mehr Power beim Schattieren bringt. Die Fong-Schattierung ist die genauere. Was Sie dann davon verwenden, das ist dann Ihnen überlassen, wie Sie es am liebsten haben möchten. Für diese drei Schattierungsmöglichkeiten, also Fong-, Flach- und Goron-Schattierung, haben wir noch zusätzliche Kantenoptionen, die wir einschalten können. Zurzeit habe ich eingeschaltet nur die sichtbaren Kanten. Wenn ich sage alle Kanten, kommen halt auch die Kanten, die nicht sichtbar sind, zum Vorschein. Ist ab und zu mal benötigt bei einer Bemaßung oder sonst irgendwo. Natürlich, wenn ich das Ganze mit verdeckten Kanten darstelle, habe ich das wie vorher auch, dass ich einfach die unsichtbaren Kanten verdeckt gestrichelt dargestellt habe. Ich kann aber auch sagen, gerade wenn ich das Ganze für eine Präsentation benötige, dass ich einfach keine Kanten einschalte. Bei dem Einschalten der keinen Kanten, Sie sehen, dann verliert natürlich auch der eine oder andere Bogen seinen Übergang und es wird ein bisschen weicher das Bild. Im Gegensatz, wenn man sagt nur sichtbare Kanten, dann hat man doch eine saubere, härtere Abgrenzung. Ich lasse es gerade mal so stehen, wie es jetzt ist und gehe einfach in den zusätzlichen Darstellungsoptionen, die wir im Keyview haben. Dabei haben wir zum Beispiel die sogenannten Schatten. Wenn ich auf Schatten drücke, wird in der XY-Ebene ein Schatten erstellt. Sie sehen es, er liegt schön unter dem Teil. Dieser Schatten kann man natürlich auch die Farbe verändern. Das heißt, man kann nicht nur einen grauen Schatten haben, sondern wenn man will, sogar einen roten oder blauen Schatten. Diese Schattenfarbe stelle ich über die Eigenschaften der Datei ein, und zwar in den sogenannten Darstellungsfarben. Da habe ich einen
Bereich Schatten und hier kann ich jede Schattenfarbe, die ich möchte, einstellen. Sobald ich OK drücke, Sie sehen, wir haben einen roten Schatten. So, gerade für die Präsentation von Teilen haben wir auch noch eine sogenannte Reflexionsebene. Diese Reflexionsebene, Sie sehen, man sieht einfach, wie wenn das Teil auf einem Spiegel steht, das Teil einfach unten gespiegelt noch einmal. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben noch so eine sogenannte Umgebungsabbildung. Diese Umgebungsabbildung hat die Möglichkeit, dass wir einfach sagen, zum Beispiel, ich möchte das Teil als Chrom darstellen und dann wird das Teil leicht spiegelnd dargestellt. Ja, ich zoome mich gerade noch mal rein, damit man das ein bisschen besser sieht. Sie sehen, wir haben da wirklich auf dem Teil eine Abspiegelung dieser Umgebungsabbildung, die wir eingestellt haben. Ich schalte die wieder aus, weil die natürlich auch sehr viel Rechenleistung im Grafikspeicher benötigt. So, jetzt gehe ich noch in die perspektivische Ansicht, weil oft geht man ja her und sagt, wenn ich das Teil darstellen möchte für eine Präsentation, soll es nicht in der Parallelperspektive dargestellt sein, sondern in einer Zentralperspektive. Wir bekommen, wenn wir auf diese Funktion gehen, die Meldung, dass sie wirklich nur zur Visualisierung verwendet werden soll. Also bitte nicht verwenden, wenn Sie das Teil irgendwie vermaßen oder eine Analyse durchführen möchten. Ich sage okay und Sie sehen, das Teil wird jetzt über eine Zentrumsperspektive verzerrt. Diese Verzerrung kann ich über die Einstellungen natürlich noch einstellen. Wenn ich jetzt sage okay, Sie sehen, das ist etwas weniger. Gehe ich jetzt ein bisschen stärker, dann wird natürlich auch die Verzerrung stärker. Ja gut, jetzt haben Sie mal die ganzen Schattierungsmöglichkeiten und Einstellungen von den Teilen gesehen. Jetzt kommen wir zum Einfärben von Volumen. Sprich, ich möchte ja zum Teil manchmal ein Volumen in einer anderen Farbe haben oder nur ein Volumen als Drahtgeometrie dargestellt. Wenn ich also nur ein Volumen als Drahtgeometrie dargestellt haben möchte, dann muss ich in das Bearbeiten gehen, in das allgemeine Bearbeiten und wähle das jeweilige Volumen aus, gehe hier in die Darstellung und nun habe ich hier oben die Möglichkeit, über den Darstellungsmodus auf eine spezielle Darstellung dieses einen Teils zu gehen. Das bedeutet, ich habe jetzt das eine Teil mit verdeckten Kanten, ohne verdeckte Kanten gezeichnet. Jetzt gehe ich mal auf das nächste Teil. Jetzt kann ich hier zum Beispiel hergehen und sage, hier sollen die verdeckten Kanten gestrichelt sein. So haben Sie natürlich in diesem Keyview die Möglichkeit, das Teil so herauszuheben oder hervorzuheben, wie Sie es gerade benötigen. Ja, ich gebe gerade diesem Teil nochmal die normale Darstellung, weil ich möchte jetzt weitergehen und möchte dem Teil zum Beispiel eine Transparenz vergeben oder einzelne Flächen abändern. Als erstes gehe ich mal auf die Transparenz und jetzt möchte ich gerne den Drehknopf hier oben komplett transparent haben. Dazu drücke ich einfach die Umschalttaste oder auch Großschreibetaste, wähle das Teil aus, sag OK und nun kann ich hier die Transparenz einstellen. Ich gehe jetzt einfach mal auf 58% und Sie sehen, das Teil hat sofort eine Transparenz. Ja, gehen wir weiter. Hier vorne, diese einzelne Fläche, die möchte ich gerne in einer anderen Farbe haben. Also gehe ich her, sag Farben setzen, wähle eine Fläche aus, sag OK und nun habe ich die Möglichkeit, in diesem Material-Rendering-Fenster auch Farben zu vergeben. Über ein Farbfenster, Sie sehen, das kann man ganz einfach einstellen und einfach über OK bestätigen und nochmal bestätigen
und Sie sehen, die Fläche hat sich geändert. Das Ganze kann man natürlich noch weiter treiben. Ich gehe mal auf die obere Fläche. Ich gehe mal aus der Farbe raus, gehe hier unten in die Textureinstellungen, gehe in Textur laden. Dann bekomme ich unsere vorgegebenen Texturen, die wir im Keyview haben. Dann gehe ich jetzt mal auf so ein Teppichmuster. Macht natürlich wenig Sinn in einer technischen Dokumentation, aber es ist ja nur, damit wir das sehen, wie das aussieht. Ich sag mal, es soll in U- und V-Richtung 5 Kacheln haben und sag einfach OK. Und Sie sehen, ich habe auf das Teil dieses Teppichmuster aufgelegt.